Soundtales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Ich habe das Ende der Welt gesehen und ihren Anfang. Ich habe gesehen, wie die Kontinente sich formten, Berge aus dem Nichts entstanden und wie die Wolken in tausend Gestalten über den Himmel zogen. Ich habe gesehen, wie Bäume aus einem Spross erwuchsen, wie Siedlungen sich ausbreiteten und Städte verbrannten im Hagel der Bomben. Ich habe fremde Welten gesehen, alle miteinander verknüpft, in einem dunklen Netz, zusammengehalten von seiner schwindenden Kraft. Im dunklen Strom. Das Ende der Welt begann 2 Tage vor Neujahr, fernab der Stätte des großen Kaiserreichs in den Bergen. Es begann mit einem Mann, der soeben aus dem Schatten der schneebedeckten Tannen trat. Sein Atem kondensierte an der kalten Luft. Das Klostertor ragte in den eisblauen Himmel. Sein weiter Umhang flatterte im Wind. Seid gesegnet, Reisender. Ihr ebenso, Bruder. Sagt, kann ich den Prior sprechen? Prior Euphysius? Wenn er denn so heißt. Ich komme aus der Hauptstadt. Der Erzbischof schickt mich. Sicherlich. Ich mach auf. Danke, Bruder. Nichts zu danken. Aber ein Bruder bin ich noch nicht, Herr. Nur ein Novize. Mein Name ist Oligar. Ich bin Sast Kühnaug. Hier entlang, Herr. Die Terz ist gleich vorüber. Dann wird der Prior Zeit für euch haben. Es ist gerade erst hell geworden. Wart ihr nachts unterwegs? Bis zur nächsten Siedlung sind es gut 2 Stunden Fußmarsch. Nachts ist es irgendwie ruhiger. Hier in den Bergen ist es immer ruhig. Sag mal... Seid ihr etwa der kaiserliche Kalligraph? Ihr seid hier wohl bekannt. Eure Plakate sind uns immer eine wahre Freude. Der Händler bringt immer die neuesten Nachrichten aus der Hauptstadt. Ich war es mal. Aber jetzt bin ich hier. Verstehe. Hier, hinein. Ah, da ist er ja. Prior! Was gibt es, Oligar? Prior, wir haben einen Gast. Das hier ist Herr Sast Kühnaug. Der Erzbischof schickt ihn. Der Erzbischof? Was interessiert der sich denn für uns? Nun gut, Sast. Kommt doch bitte mit auf meine Stube. Oligar, geh zurück an den Posten. Sehr wohl, Prior. Kommt hier diese Treppe hinauf. Tretet ein. Das ist nicht viel, aber deshalb ist es ja ein Kloster, nicht wahr? Willkommen auf Kloster Aterfels. Setzt euch bitte und legt doch euer Gepäck an. Das sieht ganz schön schwer aus. Danke. Wenn es euch vor dem Feuer zu warm ist, ich habe hier auch einen Ständer für euren Umhang. Darf ich? Der Umhang bleibt. Danke.
In Ordnung. Warte, ich gieße Tee auf. Danke. Sagt, Sast, warum schickt uns der Erzbischof den besten Kalligraphen des Landes in unser bescheidenes Kloster? Weil er vom besten Kalligraphen des Landes zum schlechtesten wurde. Meine Zeiten am Hof des Kaisers sind vorbei. Wenn ich ehrlich bin, wurde ich nicht auf einen Auftrag geschickt, sondern in den Urlaub. Was könnte passiert sein, dass man euch so erniedrigt? Ich lebe nicht in der Hauptstadt, Prior, sondern in einem Dorf in den Außengebieten. Mit meiner Frau und meiner Tochter wohnte ich in einem großen Landhaus, das der Kaiser mir bauen ließ. Die Gegend ist schon seit langem unsicher. Wegelagerei, Raub, Mord. Man hört dort täglich davon. Eines Nachts gab es einen Überfall. Eine ganze Räuberbande fiel in das Dorf ein. Es waren so um die 20 Mann. Sie plünderten die Häuser und steckten sie in Brand. Ein paar andere Männer und ich verteidigten das Dorf. Vergebens. Vergebens. Es brannte vollständig nieder. Wer überlebte? Überlebte allein. Das tut mir leid. Der Verlust Ihrer Familie muss Sie schwer getroffen haben. Er trifft mich immer wieder. Und dadurch habt ihr die Fähigkeit verloren, die ihr als Kalligraph am dringlichsten benötigt. Die Ruhe. Nein. Meine Familie ist nicht das Einzige, was ich verloren habe. Das ist unglaublich. Verzeiht, darf ich mir das näher ansehen? Einer der Räuber hieb mir den Arm ab. Ein Arzt aus der Hauptstadt rettete mir das Leben. Als mein Vater von alledem erfuhr, war er zu Tode betrübt. Er ist ein berühmter Schmied, der auch schon dem Kaiser gedient hat. Er schmiedete mir diesen Arm. Er ist eine genaue Nachbildung eines echten Arms, mit Haaren, Adern und Falten. Er ist mit meinem Schultergelenk verbunden. Aber bewegen kann ich ihn natürlich nicht. Ist er nicht schwer? Levit, ein besonders leichtes Metall. Er ist nicht schwerer, als es mein echter Arm war, nur eben leblos. Erstaunlich. Ja, und so kam es, dass mir der Dienst am Hofe versagt wurde. Ich war mein Leben lang so in die Perfektionierung meiner Kalligraphiekunst vertieft gewesen, dass es mir ganz entfallen war, auch meinen linken Arm und meine linke Hand zu üben. Nun ist es zu spät. Ich lerne gerade wieder das Schreiben. Aber es ist eine Katastrophe. Ich kenne eure Plakate, Sast. Ihr habt mehr zu bieten als einen eleganten Pinselschwung. Ihr seid gewitzt. Eure Werke versprühen einen heiteren Esprit, den man am Hof doch bestimmt zu schätzen wusste, oder nicht? Mag sein. Jedenfalls wurde mir eine schriftliche Kündigung übermittelt. Ich sei auf Empfehlung, so hieß es, aus meinem Amt enthoben, wer auch immer mich empfohlen hat. Der Kaiser stellte mich dem Erzbischof unter und der schickte mich hierher ins Kloster des Schneeordens. Er meinte, hier könne ich wieder zu mir selbst kommen und der Orden habe etwas Hilfe mehr als nötig. So, das hat er gesagt? Stimmt es denn? Nun, zu euch selbst kommen, das könnt ihr hier. Ihr werdet in dieser einsamen Gegend keine andere Möglichkeit haben, als ständig über dies und jenes nachzudenken. Das kann eine harte Zeit für euch werden, Sast. Und was ist mit dem Orden? Hat er Probleme? Welcher Orden hat keine? Ich bitte euch, Sast, stellt euch unser Leben vor. Ein strikter Tagesplan, wenig Essen, viele Gebete und Gottesdienste und das ein Leben lang. Welcher junge Mann möchte sein ganzes Leben wegwerfen, um vielleicht den inneren Frieden in Gott zu finden? Wir hatten jahrelang keine Novizen mehr, von Oligar abgesehen. Wir haben selbst unsere Bedingungen gelockert. Doch auch das hat nicht viel gebracht. Gelockert? Inzwischen sind auch Frauen in unserem Orden willkommen. Zudem gestatten wir jedem Bruder, sich seinen Tagesablauf selbst zu gestalten. Aber ich befürchte, das hat die Sache nur mehr verschlimmert. Also hat das alles nichts genutzt und ihr habt die Hoffnung verloren. Wir sterben aus, Sast. Wir zählen nur noch 13 Brüder. Und ich bin der Jüngste auch nicht mehr. Darüber hinaus haben wir noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Seht doch mal hier aus dem Fenster.
Noch ein Kloster? Es ist das Kloster Kandura. Der sogenannte Orden der Berge haust dort. Früher gab es einen Krieg zwischen Arterfels und Kandura. Sie versuchten, uns ihren Gott aufzudrängen. Das heißt, der Orden der Berge gehört nicht zum Bistum? Oh doch, leider schon. Aber die Brüder dort verehren nicht nur unseren Gott, sondern auch einen zweiten. Einen Gott in der Gestalt eines dunklen, pochenden Herzens. Davon habe ich noch nie gehört. Es ist besser so, glaubt mir. Wir haben uns viele Kämpfe geliefert. Mehr als die Hälfte der Brüder ist dabei ums Leben gekommen. Das ist schon einige Jahre her. Heute ignorieren wir uns geflissentlich, aber dass der Bischof den Orden der Berge weitaus mehr unterstützt als uns, das macht uns schwer zu schaffen. Aber das soll nicht eure Sorge sein, Sast. Ich werde Oligar Bescheid geben, er soll euch ein Zimmer zuteilen. Und vielleicht könntet ihr ihm ein bisschen bei seinen Arbeiten zur Hand gehen. In 2 Tagen ist seine Profess. Er ist aufgeregt. Wartet kurz, ich komme gleich wieder. Sast durchwanderte gelangweilt die Stube. Er warf noch einen flüchtigen Blick aus dem Fenster. In der Ferne lag das Kloster Kandura wie eine Ruine, doch manchmal regte sich etwas auf ihren Mauern. Sast blickte senkrecht in den Hof hinab. Auch ihr tat sich nichts. Nur wenige Spuren zeichneten sich im frischen Schnee ab. Die Zeit der Klöster war vorbei. Er wagte einen Blick aus dem Fenster auf der anderen Seite des Zimmers. Wie ein schlafender Gigant ragte der Berg in den kalten Morgenhimmel. Schneeflocken tanzten im Wind. Weiter oben, hinter einem felsigen Abhang, lag eine bescheidene Kapelle, deren Läden geschlossen waren. Ein milchiger Dunst lag um ihr Gemäuer. Sast fröstelte, obwohl es in der Turmstube warm war. In einer Ecke stand ein großer Sekretär. Dutzende Schriftrollen und Dokumente lagen in den Fächern. Federkiele, Tintenfässer. Hier war die Kultur zu Hause. Nicht wie in der Großstadt. Nicht wie überall auf dieser kleinen, nichtsnutzigen Welt. Wieder hier. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Bestimmt nicht. Das freut mich. Oliga kennt ihr ja bereits. Es ist mir eine Ehre. Nicht doch. Oliga wird euch euer Zimmer zeigen. Habt Dank, Prior. Ich hoffe, ich falle euch nicht zur Last. Vielen Dank. Gebt nur Acht, dass ihr euch hier nicht selber zur Last fällt, lieber Sast Kühnaug. Danke, dass du mich begleitest, Sast. Es tut mir nur leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber mit nur einem Arm. Ach, Sast, das braucht dir wirklich nicht leid zu tun. Mit dem Holzhacken habe ich auch keine Probleme. Der Prior schickt immer mich für die lästigen Aufgaben. Nein, nein, das Schlimmste hier ist die Einsamkeit. Da ist mir jede Gesellschaft willkommen. Ihr seid doch 14 Mann hier oben. Unternehmt ihr nichts zusammen? Nun, wir haben die Gottesdienste und die Gebetsstunden. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das eine Sache zwischen jedem Einzelnen und Gott, nicht zwischen uns. Eigentlich könnte jeder seinen eigenen Gottesdienst halten. Und das gefällt dir nicht? Versteh mich nicht falsch. Ich glaube schon, dass man Gott auch als Einzelner erfahren kann. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass nur jeder sich selbst der Nächste ist. Immerhin wohnen wir zusammen in diesem Kloster. Oder wie siehst du das? Ich habe nicht viel mit Gott und Klöstern zu tun, Oligar.
Deshalb glaube ich, kann ich das nicht beurteilen. Aber ich habe lange in der Stadt gelebt und ich habe gelernt, dass das Leben mit anderen oft nur eine Illusion ist. Eigentlich lebt jeder für sich alleine. Natürlich trifft man sich und zieht durch die Carrés, setzt sich zusammen in eine Schenke, besucht gemeinsam eine Oper. Aber trotzdem, ich glaube, was der andere sagt, spielt keine Rolle, solange es einen selbst nicht betrifft. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe meine Kindheit in der Stadt verbracht, aber gut kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin weise und war viel allein unterwegs. Als Jugendlicher bin ich eine Weile durch die Gegend gezogen. Ich und ein Freund von mir, wir haben zusammen in reichen Häusern eingebrochen. Einmal wurden wir erwischt, das heißt, ich konnte entkommen. Aber Rato, ich weiß nicht mehr, was aus ihm geworden ist. Es hat mich getroffen irgendwie. Ich beschloss, Ordensbruder zu werden, um das alles zu vergessen und kam hierher. Ein harter Bruch, nicht wahr? Ich glaube, vielleicht war diese Wahl nicht die schlechteste. Übermorgen ist deine Profess, nicht wahr? Ja. Bist du aufgeregt? Ich kann es nicht leugnen. Es wird eine Art Prüfung geben, oben bei der Kapelle. Aber keiner sagt mir, wie diese Prüfung aussieht. Ich kann mich nicht vorbereiten. Ich bin mir sicher, das ist Teil der Prüfung. Ruhe zu bewahren, auch wenn man nicht weiß, was kommt. Ja, vielleicht hast du recht. Du wirst die Prüfung schon bestehen. Danke. Hier, das sind die letzten. Wenn wir zurückkommen, gibt es Essen im Refektorium. Da sind wir meistens auch still. Es ist fast so, als wäre Reden eine Sünde. Weißt du, ich glaube, ich war auch einer von denen. Die anderen zuhören, meine ich. Und die glauben, sie wären der Mittelpunkt der Welt. Das war ich mir selbst so zuwider, dass... Sast? Sast, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Du bist ja ganz weiß im Gesicht. Nein, ich musste nur gerade an etwas denken. Hier, setz dich kurz. Ich glaube, ich war nur zu lange unterwegs. Hab schon seit einer Weile nichts mehr im Magen. Dann lass uns gehen. Kannst du stehen? Ja. Ja, mir ist nur etwas schwindelig. Das wird gleich wieder. Gelobt sei der mächtige Allvater, der Schöpfer aller Leiden. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Das Mittagsmahl wurde im Stillen gehalten. Die gezwungene Ruhe ließ Sast nervös werden. Er tippte mit den Beinen und schaute immer wieder unruhig die Tafel entlang. Die 13 Brüder aßen ihren Eintopf demutsvoll. Nur der Novize Oligar und Sast selbst schienen sich kaum beherrschen zu können. Vielleicht, dachte Sast, war er kein guter Einfluss auf den Novizen, der ja wohl trotz seines jungen Alters ein bewegtes Leben hinter sich hatte. Und er wieder in alte Gewohnheiten abstürzen könnte, wenn er Umgang mit den falschen Leuten pflegte. Die halbe Stunde dauerte eine Ewigkeit. Der hohe Saal, dessen Decke ein Netz windschiefer Holzbalken bildete, und die andächtige Stille tauchten das Kloster in einen fast mystischen Schleier, dessen Faszination sich Sast kaum entziehen konnte. Welche Geheimnisse mochte es hier geben? Was für unheimliche Rituale, versteckte Kammern, unterirdische Gänge? Nach dem Mittagsmahl meldete er sich freiwillig für den Abfall. Er hatte beschlossen, sich so weit in den Klosteralltag einzugliedern, wie er es konnte. Und wer wusste? Vielleicht verbarg sich hinter all den eintönigen Lebensweisen, die er in seinem Bericht verschönern und anpreisen sollte, ein gut versteckter Anknüpfpunkt für eine spannende Geschichte. Hier, trocknen Sie doch die Teller ab, Sast.
Geht das mit dem Arm? Ja, das kann ich, Bruder. Beulasch. Und das hier ist Bruder Ingmarin. Mir wahrhaft eine Ehre, Sie hier unter uns zu haben, Sarst. Ein großer Verehrer Ihrer Plakate. Die Ehre ist ganz meinerseits, Ingmarin. Aber ich komme mir vor wie ein Schulkind, das Schreiben neu lernen zu müssen. Ich zweifle nicht daran, dass Sie das schaffen, Sarst. Sie sind ein begabter Mann. Ich habe gehört, Sie werden einen Bericht über den Schneeorden schreiben. Das will ich, ja. Da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Unsere Tage sind nicht gerade abwechslungsreich. Vielleicht unterfüttere ich es mit ein wenig reißerischer Belletristik. Dann hat das Stadtvolk nicht so hart zu kauen. Sie sind ja ein Zyniker, Sarst. So pessimistisch habe ich Ihre Plakate aber nicht in Erinnerung. Es hat sich niemand Mühe genug gemacht, dass ich besser über ihn sprechen mag. Aber sag mal, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen über das Kloster erzählen? Der Prior hat wenig Zeit für sowas, schätze ich. Und ich glaube, je mehr ich erfahre, desto interessanter kann der Bericht werden. Was möchten Sie wissen? Prior Euphysius erzählte etwas von einem Krieg gegen einen anderen Orden. Na, wisst ihr da genaueres? Das ist kein sehr einladender Teil unserer Geschichte. Trotzdem glaube ich, hat Sarst ein Recht darauf, es zu erfahren. Sarst, haben Sie von dem Orden der Berge gehört? Ja, die sind hier ganz in der Nähe, oder? Ja, inzwischen ignorieren wir uns geflissentlich. Aber vor mehr als 30 Jahren, da befanden wir uns im Krieg. Damals war das Kloster noch nicht so verpönt wie heute. Der Orden zählte über 100 Mann. Zu unserem Kloster gehörte eine kleine Kapelle, etwas weiter den Berg hinauf. Dort, ganz in der Nähe, befindet sich ein Eingang zu einer Höhle. Der Orden der Berge glaubte, dass dort das Herz ihres finsteren Gottes vergraben war und dass sie es nur auszugraben bräuchten, um seine Herrschaft einzuläuten. Mit Schaufeln, Hacken und Sprengstoff kamen sie an, doch wir stellten uns ihnen entgegen. Es war eine bittere Schlacht, doch gingen wir als Sieger hervor. Wir versperrten den Eingang in die Höhle durch ein riesiges Tor aus Adamant. Das ist ein fast unbezwingbares Metall. Ja, ich weiß, mein Vater war Schmied. Seitdem herrscht Ruhe zwischen den beiden Orden. Weder Sie noch wir könnten es uns leisten, auch nur einen Mann zu verlieren. Aber das berichten Sie besser nicht, Sarst. Kriegerische Mönche geben in Zeiten des Friedens kein gutes Bild ab. Zeiten des Friedens. Aber sagt mal, der Prior hat mir erzählt, das Bistum unterstütze den Orden der Berge. Das verstehe ich nicht. Sie meinen, wie der Bischof einen Orden befürworten kann, der einen dunklen Gott verehrt? Ja. Der Bischof selbst verehrt ihn. Ingmarin. Versucht nicht, es mir auszureden, Woylasch. Nur weil er der Bischof ist. Welchen Grund sonst könnte es geben? Vielleicht weiß er es nicht. Der Bischof ist kein Ignorant, Woylasch. Bin mir sicher, er hat sich in seinem Palast einen Raum mit einem schwarzen Altar eingerichtet. Und nachts schleicht er. Jetzt wirst du pessimistisch, Ingmarin. Ja, entschuldige. Danke jedenfalls für die Informationen. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Danke fürs Helfen. Das klappt doch bereits gut mit dem Arm. Ich bin mir sicher, du wirst die Kalligraphie wieder so beherrschen können wie früher. Das hoffe ich. Ich werde mich gleich dran setzen und üben. Mein Zimmer ist schmal und hoch. Rechts, neben der Tür, lädt ein bescheidenes Bett zu einem bescheidenen Nickerchen ein. Am Fußende stehen ein Schrank für Bücher und ein Kleiderschrank. Beide sind leer. Ich schreibe an einem schmalen Sekretär. Direkt darüber zieht es eisig durch das Fenster. Nur wenn ab und zu die Sonne durch die Wolken weckt, dann fährt sie meine Augen. Ah! Du kannst es, Sast. Du musst es wieder lernen. Und das geht nur durch Übung, Übung, Übung. Also reiß dich jetzt zusammen. Am Mittag bat mich Oliga, zur Kapelle zu steigen und heimlich nach Hinweisen auf die Prüfung zu suchen. Er scheint wirklich in Sorge zu sein, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann.
Um ihn aber nicht zu enttäuschen und noch weiter zu verunsichern, versprach ich, ihm nachzusehen. Die Ordensbrüder haben eigentlich keinen Zugang zur Kapelle. Sie wird nur dreimal im Jahr genutzt. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und in 2 Tagen, wenn im ganzen Land Neujahr gefeiert wird. Von Prior Euphysius erbat ich mir die Erlaubnis, mir die Kapelle ansehen zu dürfen. Er entschuldigte, dass dies nicht möglich sei. Aber er gestattete mir, das Kapellengelände und den angrenzenden Friedhof zu betreten. Offenbar hatte er von meinem Schwächeanfall im Wald gehört, denn er gemahnte mich zur Vorsicht. Wenn es einem nicht gut geht, sollte man nicht alleine unterwegs sein, sagte er. Ich versprach ihm, umzukehren und zurückzugehen, sobald ich merkte, dass es mir nicht mehr gut gehe. Der Weg auf den Berg war steil, aber nicht unpassierbar. Es kostete mich einige Anstrengungen, ihn zu ersteigen, doch der Ausblick, den man von oben hatte, entschädigte für jede Mühe. Unter mir lag Kloster Arterfels friedlich da. Und etwas weiter entfernt verschwand das Kloster Kandura in der diesigen Luft. Ich stellte mir die Ordensbrüder vor, die hier oben gegeneinander kämpften und sich kalte Schwerter in die Brust stießen. Ich fröstelte bei dem Gedanken. Mir wurde kurz schwindelig. Die Kapelle war so unscheinbar wie die Gebetshäuser in den Seitengassen der Hauptstadt. Soweit ich das von außen sehen konnte, fanden kaum 30 Mönche Platz darin. Neugierig zog ich an einem der geschlossenen Fensterläden. Doch dann hatte sie allesamt zugenagelt. Nur durch einen kleinen Ritz konnte ich nach innen spähen. Ich sah nichts als Dunkelheit. Weiter hinter der Kapelle, auf der anderen Seite eines Baches, der ins Tal floss, sah ich das Tor, von dem Bruder Beulasch und Bruder Ingmarin gesprochen hatten. Es war so hoch wie 3 ausgewachsene Männer und so breit wie 2. Man hat es brillant gefertigt und perfekt in die Bergwand eingelassen. Man konnte kaum meinen, dass sich dahinter tatsächlich eine Höhle befand. Ich fand kein Schlüsselloch, keinen Griff. Nur ein paar winzige Löcher an der rechten Seite. Wer weiß, was sie bedeuteten. Die Farbe des Tors war schwarz wie Pech. So sieht Adamant aus, wenn es korrodiert und dadurch seine endgültige, kaum bezwingbare Härte erhält. Hier war offensichtlich ein Meister von der Kunst meines Vaters am Werk gewesen. Ich presste mein Ohr gegen das eisige Metall. Es schmerzte. Was ich hörte, war nur das tiefe Rauschen des Blutes, das durch meinen Kopf pulsierte. Ich legte die flache Hand auf das Tor und mir wurde plötzlich klar, dass ich meinen rechten Arm nie wieder würde benutzen können. Hass kochte in mir hoch. Hass auf all jene, die anderen Schmerzen bereiten. Hass auf den Kaiser, der mir das Amt. Hass auf den Bischof, der mir die Würde genommen hatte. Ich verkrampfte. Mir wurde schummrig. Der Schnee leuchtete so hell vor meinen Augen, dass ich sie fest zusammenpresste und ein paar Meter benommen herumtorkelte. Offenbar war ich noch nicht so gesund, wie ich gehofft hatte. Und so beschloss ich, ins Kloster zurückzukehren. Als ich den Hof betrat, herrschte helle Aufregung. Sast, da bist du ja endlich. Was ist passiert? Wir haben einen heimlichen Besucher. Was? Wie ist er reingekommen? Ich weiß nicht. Wer hatte Pförtnerdienst? Bruder Woylasch. Da ist der Prior. Was ist denn hier los? Ein Eindringling, Prior. Wir suchen ihn gerade, aber Verstecke gibt es hier genug. Wer hat ihn entdeckt? Ich, Prior. Ich war müde von der ganzen Übersetzerei, also habe ich einen Rundgang durch das Kloster unternommen. Da sah ich von oben, wie sich etwas im Hof bewegte. Ich dachte zuerst, es sei nur irgendein Tier, aber die Art, wie es sich bewegte, das konnte nicht sein. Dann sah ich das Gesicht, aber ich konnte es nicht erkennen. Die Gestalt war in einen schneeweißen Umhang gehüllt. Im Schnee hatte ich sie kaum bemerkt. Habt ihr ihn? Nein. Woylasch, du warst Pförtner. Ja, Prior. Aber egal, wie er in das Kloster eingedrungen ist, er hat es nicht durch das Tor getan. Ich habe es einmal heute Mittag geöffnet, als Sast ging. Und dann erst wieder, als er zurückkam. Gibt es einen geheimen Zugang? Die gibt es schon.
Aber eigentlich hatten wir alle versiegelt. Vielleicht habt ihr einen vergessen. Sagt, gibt es in der Bibliothek Baupläne des Klosters? Die gibt es, aber ich fürchte, ich habe keine Zeit, das alles zu überprüfen. Wie jedes Neujahr muss ich einen Jahresbericht für das Bistum schreiben. Das kostet mich viel Zeit. Dann sind da noch die Vorbereitungen für das Fest und die Professen. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich stattdessen nachforschen würde? Natürlich nicht. Aber vielleicht finden wir den Eindringling bald. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Wir wissen nicht, was er hier will. Könnte es ein Dieb sein? Ich wüsste nicht, was ein Dieb hier stehlen wollte. Wir sind ja ein Kloster, nicht die kaiserliche Schatzkammer. Ich wollte eigentlich sofort in die Bibliothek gehen, doch als ich mir die tausend und abertausend Bücher nur vorstellte, beschloss ich, dieses Unterfangen auf morgen zu vertagen. Nun sitze ich hier und übe Schreiben. Langsam werde ich müde. Es ist bereits dunkel draußen und... Herein. Störe ich? Nein, ich wollte gerade aufhören. Schreibst du? Ich mache ein paar Übungen. Aber der Erfolg ist noch zweifelhaft. Sieh dir das an. Man merkt, wie du mit jedem Satz besser wirst. Wenn du weiter so tapfer schreibst, kannst du bald wieder als Kalligraf arbeiten. Danke, aber ich bin noch Jahre von meiner alten Kunst entfernt. Sag, warst du in der Kapelle? Ich war auf dem Gelände. Aber die Kapelle selber ist abgeschlossen. Alle Fensterläden sind verrammelt. Ist das sonst auch so? Nein, gar nicht. Das beunruhigt mich jetzt. Ach, mach dir keine Sorgen. Was soll schon passieren? Ich bin mir nicht sicher. Sast, aus irgendeinem Grund habe ich Angst. Du bist nur aufgeregt. Wenn es dich beruhigt, kann ich ja morgen in der Bibliothek nachsehen, ob ich etwas über die Aufnahmerituale finde. Das ist nett, danke. Dann will ich nicht weiter stören. Warte mal. Oliga. Ja? Dieses Tor aus Adamant, das hinter der Kapelle. Ja? Ingmarin und Woylasch wollten mir etwas erzählen über einen Gott, der dort vergraben liegt. Ich bin nicht abergläubisch, dafür bin ich zu sehr ein Kind der Stadt, aber das mit dem Gott, das ist Unsinn, oder? Ich glaube schon. Versteh mich nicht falsch, Sast, ich vertrete die Prinzipien des Ordens, aber trotzdem kommt mir manche Geschichte wie ein alter Mythos vor. Obwohl ich zugeben muss, dass mich immer so ein unwohles Gefühl beschleicht, wenn wir in der Kapelle feiern. So eine Art Hass auf die Menschheit, verstehst du? Was die Menschen aus der Welt gemacht haben. Ich kann dich verstehen, Oliga. Aber vermutlich spielen wir uns hier selbst einen Streich. Man sagte, dort liege ein finsterer Gott begraben. Und schon meinen wir, seine heimliche Präsenz zu spüren. Ich wette, wir hätten nichts gemerkt, wenn wir nichts davon gewusst hätten. Du spürst es also auch? Meine Gefühle für die Mitwelt sind nicht die besten, nicht mehr. Ich hoffe, dass ich hier damit ins Reine kommen kann. Ein Pessimist wird im Leben nicht glücklich, oder? Nein. Nein, ich schätze nicht. Hier, trocknen Sie doch die Teller ab, Sast. Geht das mit dem Arm? Ja, das kann ich, Bruder... Arm. Und das ist Bruder Arm. Was? Wir sind arme Menschen. Arme Menschen. Wisst ihr etwas über das Kloster? Wir wissen nichts über das Kloster. Ach, kannst du nicht schneller arbeiten, Sast? Bei deinem tollen Arm sollte man meinen, dass das schneller geht. Hört auf, mich aufzuziehen. Ich kann ja nichts dafür. Wieso? Ist uns dein Arm sonst böse? Was ist das? Nimm die Teller ab, Sars. Schnell! Ich kann nicht. Mein Arm... Er lebt. Sars, du... Lass mich los! Lass mich! Ich kann nicht. Was hast du getan, Sars? Nein! Hört auf meinen Arm, Kinder! Hört auf meinen Arm! Oh.
Sast lag die ganze Nacht durch, bis eine Glocke den Tag einläutete. Nur mühsam hielt er sich aufrecht, während die Mönche sich trafen, um gemeinsam zu beten. Erst zum gemeinsamen Frühstück fiel es ihm leichter, die Augen offen zu halten. Olegar und er saßen am Ende der Tafel. Du siehst übernächtigt aus, Sast. Hab schlecht geträumt. Die anderen Mönche sahen die beiden schief an, doch den Novizen schien das nicht zu stören. Hatte ich am Anfang auch oft. Das Kloster kann ziemlich unheimlich sein, wenn man aus der Stadt kommt. Für manche sind es auch die Berge. Sie machen dich ruhelos. Waren Sie schon mal in den Bergen, Sast? Noch nie. Sehen Sie? Nach ein paar Tagen legt sich das. Willst du dir die Gesichter einprägen? Ich kann dir die Namen nennen. Was? Nein. Ich wollte nur was schauen. Nur noch eine Nacht. Schon aufgeregt? Und wie? Sag mal, Olega, kann ich dich nachher unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich. Komm doch auf meine Stube, ja? Das Frühstück ist vorbei. Hat es Ihnen nicht geschmeckt, Sast? Doch, ja, aber ich hatte keinen Hunger. Tut mir leid. Ich helfe beim Abwasch. Aber nicht doch. Sie sehen aus, als würden Sie gleich einschlafen. Ich bestehe darauf. Wenn ich schon hier bin, helfe ich auch mit. Jetzt bin ich aber gespannt. Über was willst du reden? Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich will mich nicht gleich nach einem Tag unbeliebt machen. Ich schwöre es beim himmlischen Schöpfer. Weißt du, ich bin gestern den ganzen Tag über mit einem unguten Gefühl herumgelaufen. Als ob irgendwas nicht stimmen würde. Etwas passte nicht ins Bild. Heute Nacht hatte ich einen Traum. Ich stand in der Küche, mein Arm wurde lebendig und tötete Ingmarin und Wojlasch. Du kannst deine Träume nicht beeinflussen, Sast. So etwas kommt vor. Darum geht es mir auch gar nicht. In dem Traum, da habe ich den Stapel an Tellern gesehen, die ich abgewaschen habe. Und da fiel es mir wieder ein. Wir sind 15 Mann hier im Kloster. 13 Brüder, du und ich. Aber ich habe 16 Teller abgewaschen. Wie erklärst du dir das? Ein Traum ist nun mal keine Abbildung der Wirklichkeit. Du hast dich verzählt. Das dachte ich auch. Aber mein Gefühl von gestern hat mich nicht in Ruhe gelassen. Also habe ich vorhin wieder mit abgewaschen. Und es stimmt. Es waren 16 Teller. Am Tisch saßen aber nur 15. Ich habe nachgezählt. Das kann nicht sein. Für wen sollte ein 16. Teller denn sein? Eben deshalb frage ich dich. Als Novize bist du vielleicht nicht in alle Geheimnisse des Ordens eingeweiht. Wenn ich einen Bruder gefragt hätte, dann hätte mich das vielleicht verraten. Ich weiß es wirklich nicht. Könnte es vielleicht die Gestalt sein, die wir gestern gesucht haben? Unser heimlicher Eindringling? Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich weiß nicht, wie lange diese Gestalt schon hier ist, aber das und die Tatsache, dass es ihr gelang, unbemerkt in das Kloster einzudringen, spricht dafür, dass sie mit einem Bruder hier im Bunde steckt. Es kann nicht anders sein. Ich kenne die Brüder nicht. Hältst du jemanden für besonders verdächtig? Die Faktenlage spricht gegen Bruder Wojlasch. Er war an der Pforte. Er könnte die Gestalt hereingelassen und dann nachher gelogen haben. Aber persönlich, ich kenne manche Brüder besser als andere. Ingmein und Wojlasch kenne ich eigentlich sehr gut. Ingmein war mein Mentor, als ich hier anfing. Er ist nach mir der Jüngste. Ein paar andere sehe ich nur selten. Bruder Morellius zum Beispiel, der die Gestalt als Erster entdeckt hat. Er ist unser Bibliothekar. Ich sehe ihn eigentlich nur zu den Gebeten und zum Essen. Was denkst du? Ich glaube, dass hier einiges nicht stimmt. Und ich fühle mich die ganze Zeit über unwohl hier. Vor allem nach dem Essen. Man gewöhnt sich daran. Hier wird eben noch frisches Essen zubereitet. Nicht so wie in der Stadt. Es klingt verrückt, aber das kann einem schon auf den Magen schlagen. Ja, vielleicht. Aber ich gebe zu, du hast mich neugierig gemacht. Du hast recht, irgendwas ist faul hier. Mir fällt aber nicht ein, was wir tun könnten. Als erstes gehe ich in die Bibliothek und suche nach den Bauplänen. Vielleicht entdecke ich die geheimen Zugänge. Und wer weiß, womöglich kann ich auch ein paar Dinge über die Professor herausfinden.
Und ich? Und du findest heraus, woher der 16. Teller kommt. An der Tafel war er nicht. Einer der Brüder muss ihn weggenommen und nachher wieder zurückgebracht haben. Mittagessen ist erst in ein paar Stunden. Bis dahin verhalte dich unauffällig. Ich habe gesehen, wie ein paar der Brüder misstrauisch zu uns herübergeblickt haben. Ich glaube, es passt nicht allen, dass ich hier bin. Wo ist denn die Bibliothek? Rechts vom Eingang gibt es eine schmale Treppe, die in den Keller führt. Der Keller ist ziemlich unübersichtlich, also pass auf, dass du dich nicht verläufst. Um zur Bibliothek zu gelangen, musst du geradeaus im Weinkeller und an den Lagerräumen vorbei. Vor der Bibliothek hängen zwei Laternen. Du musst klopfen, um eingelassen zu werden. Was gibt es? Ich möchte die Bibliothek nutzen. Kommen Sie herein. Ich bin Bruder Morellius. Sast Kühnhaug. Ganz schön dunkel hier. Ja, man gewöhnt sich dran. Aber für die Bücher ist es besser. Dunkel und trocken müssen sie lagern. Aber wie kann die Luft hier so frisch sein? Ja, es handelt sich um ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. In Kriegszeiten war das hier ein Bunker. Man sollte wochenlang hier überleben können. Suchen Sie was Bestimmtes. Die Baupläne des Klosters und vielleicht etwas über die Geschichte des Ordens. Ah, die historische Abteilung, die ist dort hinten. Aber die Baupläne, die habe ich seit Jahren nicht gesehen. Ich werde mich umsehen. Danke. Hier, nehmen Sie die Lampe mit. Während Bruder Morellius sich an sein Pult setzte, durchstreifte Sast die Büchergänge. Obwohl die Bibliothek nicht den Eindruck erweckte, umfasste sie mehrere tausend Bücher und Kompendien. Es verging beinahe eine Stunde, bis Sast ein Buch über den Klosterkrieg in den Händen hielt. Der Krieg, so heißt es in den Büchern, entbrannte zwischen dem Schneeorden und dem Orden der Berge. Grund des Streits war die Gottheit Argon, die tief in einer Höhle versteckt sein soll. Der Schneeorden versuchte dabei, den Gott zu befreien, damit er seine finstere Macht ausbreite. Der Orden der Berge jedoch wollte ihn um jeden Preis versiegelt halten. Die Schlacht dauerte Tage. Viele Brüder ließen dabei ihr Leben. Am Ende musste sich der Prior des Ordens der Berge geschlagen geben und er zog sich zurück. Interessant ist auch, was es mit dieser Gottheit Argon auf sich hat. Anscheinend handelt es sich dabei um ein schwarzes Herz, das im Innern des Berges schlägt. Es verbreitet Hass und Zorn. Dieser Aberglaube basiert wahrscheinlich auf der Tatsache, dass es vielen hier oben unwohl wird. Universalgelehrte jedoch führen dies auf ein unterirdisches Gasvorkommen zurück. Das Gas tritt besonders in dieser Gegend an vielen Orten aus dem Boden und beeinflusst das Gemüt. Das Herz des Argon sei übrigens nur eines von vieren, die allesamt in einer geheimnisumwitterten Zwischenwelt verstreut lägen und die man nur von bestimmten Punkten der Erde aus erreichen könnte. Der Legende nach haben sich vier Gottmagier in diese Herzen verwandelt, um das Gleichgewicht der Welt zu bewahren. Ihre Adern bildeten einen Schutzschild um eine Kammer, die im Zentrum dieser Zwischenwelt liegt. Was genau sich aber in dieser Kammer befinden soll, das sagen nicht einmal die Legenden. Nach dem Krieg versiegelte der Orden der Berge die Höhle durch ein Tor aus Adamant. Der Erbauer war kein geringerer als der weltbekannte Schmied Thorwald Kühnhaug. Kühnhaug? Mein Vater. Ich muss zugeben, dass ich davon nichts wusste. Er hat mir zwar erzählt, dass er im Kloster aufgewachsen ist und dass er seine Kunst vor allem dem Klosterleben zu verdanken hat, aber dass er ein Bruder im Orden der Berge war, das habe ich nicht geahnt. Wahnsinn! Und die Baupläne? Keine Spur. Die Bibliothek ist zu groß. Hast du zum Mittagessen jemanden beobachten können? Ja. Bruder Thyrian brachte einen Teller hinunter ins Kellergewölbe. Er ist die rechte Hand des Priors. Aber wohin, das konnte ich nicht herausfinden. Ich werde ihn heute Abend verfolgen. Gute Idee. Das Ganze scheint mir doch
sehr mysteriös zu sein. Aber sicher nicht so mysteriös, wie du tust. Was meinst du? Ich bitte dich, du scharst schon die ganze Zeit mit den Füßen. Wieso bist du so nervös? Die Profess, du weißt schon. Nein, ich glaube nicht. Du hast innerlich fast schon darum gebetet, dass ich nicht merke, dass da mit den Namen etwas nicht stimmt. Welche Namen? Wenn es dir nicht aufgefallen ist, laut der Geschichte hat der Schneeorden den Gott Argon zu befreien versucht und der Orden der Berge wollte ihn versiegeln. Das ist nur leider nicht die Variante, die der Prior mir erzählt hat, sondern die genau entgegengesetzte. Das hier soll der Schneeorden sein? Ich glaube, das stimmt nicht, oder? Ja, der Prior hat uns befohlen, dich in diesem Glauben zu lassen. Aus welchem Grund? Das musst du ihn fragen. Ich habe gehorcht, weil ich ihn nicht kränken wollte. Herein. Ah, Prior Euphysius, gut, dass ihr da seid. Ich habe eine wichtige Frage. Was gibt es? Ich habe ein wenig gelesen in der Bibliothek. Geschichtsbücher. Es freut mich, wenn sich junge Leute noch an Büchern erfreuen können, Sask. Ich habe da Dinge gelesen über einen Schneeorden und einen Orden der Berge. Und ich weiß nicht, aber irgendwas passt nicht genau zu dem, was ihr mir erzählt habt. Gut, setzt euch. Ja, es ist wahr. Wir sind der Orden der Berge. Das mit dem Schneeorden, da habe ich euch belogen. Wieso? Der Grund liegt doch auf der Hand. Ihr wurdet zum Schneeorden geschickt, um für ihn zu werben. Wenn ihr die Bücher recht gelesen habt, dann wisst ihr, dass der Schneeorden einen Glauben vertritt, der nicht zu unseren Prinzipien passt. Und ich hoffe auch nicht zu den Prinzipien aller anderen vernünftigen Menschen auf dieser Welt. Also dachte ich, wäre es besser, wenn für unseren Orden geworben würde. Ist das nicht ein rechtmäßiger Grund? Und wann hättet ihr mich darüber aufgeklärt? Bei Zeiten, Sast, bei Zeiten. Wir wollten erst sicherstellen, dass es euch hier wohlbehagt. Ihr müsst verstehen, dass ich unter solchen Bedingungen nicht weiter hier arbeiten kann. Morgen reise ich ab. Das tut mir leid. Und ich kann euch nicht davon abbringen? Nein. Dann bleibt doch wenigstens bis nach Oligars Profess. Ich glaube, er hat einen Freund in euch gefunden. Es würde ihn sicher kränken, wenn ihr vorzeitig abreisen würdet. Ich werde es mir überlegen. Ich gehe auf mein Zimmer. Lasst es euch doch durch den Kopf gehen, ob wir diese unangenehme Sache nicht wieder gut machen können. Nun, da wäre in der Tat etwas. Sprecht. Da gibt es... Nein, doch nicht. Vergesst es. Wütend stapft der Sass die Gänge entlang. Am liebsten hätte er mit seiner Metallfaust die Wände eingeschlagen. Doch der Arm hing leblos an seinem Körper. Er war hin und her gerissen zwischen dem Bleiben und dem Aufbrechen. Einerseits hatten ihn alle zum eigenen Vorteil belogen, selbst Oligar. Andererseits war es nicht ihr gutes Recht, wenn der Schneeorden, der echte Schneeorden, wirklich unter so düsteren Wolken gegründet worden war. War es nicht die Pflicht des Priors gewesen, so zu handeln? Darüber hinaus, und das gestand Sass sich nur schwer ein, reizte ihn der Nebel der Ungewissheit, der hier in allen Gängen lag. Geheimnisse haben etwas ganz und gar Faszinierendes, nicht wahr? Was zum... Nein. Jemand hatte Sass' Zimmer durchwühlt. Seine Klamotten lagen auf dem Boden verteilt. Die Schubladen des Sekretärs waren herausgerissen worden. Alle seine Schriftstücke fehlten. Darum besteht für mich kein Zweifel, dass unser unbekannter Eindringling in das Zimmer unseres geschätzten Gastes eingedrungen ist. Ich bitte daher alle, die Augen offen zu halten und daran mitzuwirken, dass der Dieb gefunden wird.
Im Übrigen habe ich Herrn Sast Kühnaug bereits von den wahren Umständen unseres Ordens unterrichtet. Ich entschuldige mich nochmals ausdrücklich dafür und hoffe, dies wieder gut machen zu können. Doch jetzt lasst uns zu Abend essen. Gelobt sei der mächtige Allvater. Der Schöpfer aller Welten. Wir sollten suchen gehen. Nach dem Einbrecher? Der ist doch bestimmt über alle Berge. Ich habe das Tor die ganze Zeit über bewacht. Und Bruder Thurion hat im Hof patrouilliert. Er konnte nicht entkommen. Doch, jetzt zum Beispiel. Nein, Bruder Thurion steht immer noch draußen. Nachher tauschen wir. Und was, wenn der Geheimgang gar nicht auf dem Hof liegt? Oder wenn der Dieb überhaupt nicht unser Eindringling war? Sondern einer von uns? Halte ich nicht für unmöglich. Mein Respekt vor Ihnen allen Ehren, Sast. Aber das ist unverschämt. Bringt man in der Hauptstadt so mit seinen Gastgebern um? Beleidigt sie grundlos? Ich habe gelernt, allen zu misstrauen. Vielleicht ist das der Grund, warum es abwärts geht mit der Welt. Es gibt kein Vertrauen mehr. Es nimmt mich nicht wunder, wenn überall die Dörfer geplündert werden. Menschen vertilgen sich selbst von der Erde. Meine Familie starb bei einem Überfall. Das nimmst du zurück. Nun, ich kenne ihre Familie nicht, Sast. Aber vielleicht waren ihre Herzen ja so finster und boshaft wie die der Verbrecher. Das wirst du büßen. Komm her. Was regt sie das auf, Sast? Hab ich etwa recht? Nimm das! Genug! Auseinander! Haltet sie fest! Er soll sich entschuldigen. Niemals! Seid still. Ich lasse euch auf eure Zimmer bringen. Ihr bleibt bis morgen dort. Sast, ich denke, ihr braucht Ruhe. Ingmein, von dir erwarte ich mehr. Ich weiß, du bist noch nicht so lange Bruder bei uns. Aber das heißt nicht, dass du dich so schmutzig verhalten darfst. Der Tag ist für euch vorüber. Bringt sie weg. Ich habe Bruder Ingmarin bisher falsch eingeschätzt. Der blanke Zynismus, den er aus meinen Worten gehört zu haben, glaubt, das weiß ich nun, ist auch ganz sein eigener. Sein Glaube an eine gute Welt ist erschüttert worden. Vielleicht hat ihn ein ähnliches Schicksal heimgesucht und seinen Geist mit Galle getränkt. Es ist bereits spät. Die meisten sind schon zu Bett gegangen. Eben haben sich zwei Brüder vor meiner Tür abgewechselt. Offenbar wollen sie vermeiden, dass ich mich nachts heimlich aus dem Zimmer schleiche und Bruder Ingmarin einen Besuch abstatte. Aber das habe ich nicht vor. Darauf warten sie doch nur. Irgendetwas haben sie mit mir vor, das spüre ich. Warum sonst sollte mich der Prior einsperren lassen? Ebenso gut hätte er mich vor allem nach meinem Auftritt in seiner Stube ganz aus dem Kloster verweisen können. Wieso aber tat er es nicht? Und noch etwas anderes wird mir nicht klar. Ich versuche, mich in die Lage des Einbrechers zu versetzen. Anscheinend hat er etwas Bestimmtes bei mir gesucht. Ich bin mein Reisegepäck durchgegangen, kann mir aber keinen Reim darauf bilden, was er gesucht haben könnte. Was mich aber noch mehr verwirrt, ist der Umstand, in dem ich das Zimmer vorgefunden habe. Alles war zerwühlt, wie wenn ich den Einbrecher mitten in der Tat erwischt hätte und er geflohen wäre. Vielleicht war das alles eine Erfindung der Brüder, das kann sein. Oder aber... Sast tappte leise durch das Zimmer, damit der Türwächter ihn nicht hörte. Peinlich genau untersuchte er die Wände, klopfte sie sacht ab. Doch keine Stelle klang hohl. Im Kleiderschrank jedoch... Eine Geheimtür. Ein dunkler Gang führte durch die Gemäuer des Klosters. Langsam tastete er sich vorwärts, doch die Finsternis verdeckte ihm jede Sicht. Auf die Erkenntnis, dass der Einbrecher genaue Kenntnis vom Kloster haben musste. Als Sast mit dem Gedanken spielte, umzukehren, ertastete er an der Wand eine Art Riegel an einer Holzplatte. Leise schob er ihn auf und drückte gegen die Wand. Lautlos schwang die Tür auf, er hielt sie fest. Der Korridor war menschenleer. Auf leisen Sohlen trat Sast aus dem Geheimgang und schloss die Tür hinter sich.
Auf dieser Seite war sie ein Spiegel. Oh je, wo bin ich hier? Es kostete ihn einige Mühe, bis zur Treppe in den Keller zu gelangen, ohne entdeckt zu werden. Er blickte sich kurz um. Dann schritt er in den Untergrund hinab. Es konnte doch nicht so schwierig sein, hier unten den Ort zu finden, wohin jeden Tag ein Teller Essen gebracht wurde. Vielleicht eine Abstellkammer für Geräte, dachte er sich, oder ein Lagerraum für Gemüse. Oder ein Raum, dessen Tür durch ein dickes Vorhängeschloss gesichert war. Unten an der Tür gab es eine längliche Klappe. Sast legte er sich geräuschlos auf den Boden und drückte sie vorsichtig auf. Wer ist da? Sast. Bist du einer der Brüder? Nein. Ich bin Kalligraf. Wieso bist du hier eingesperrt? Kannst du mich rauslassen? Nein, da ist ein Schloss. Wer bist du? Ich bin Whisk. Hör zu. Ich halte es hier drin nicht mehr aus. Ich stecke seit Jahren hier fest. Was? Ja. Hör mir zu, Sast. Willst du mir helfen? Ja, will ich. Ich weiß nicht, warum sie dich eingesperrt haben, aber ich glaube, es geschieht ihnen nur recht, wenn ich dich rauslasse. Ich sehe, du magst diesen verfluchten Orden so gerne wie ich. Du bist mir sympathisch. Pass auf. Kennst du Bruder Ingmein? Ja, den kenne ich. Dann geh hoch und sag ihm, er soll herkommen. Das ist gar nicht mehr nötig. Ingmein? Nun, ich glaube, es wird Zeit, dich da rauszuholen. Dorothea ist auch hier. Ich bin ebenso froh, dass es bald ein Ende hat. Ich verstehe kein Wort mehr. Wir erklären es dir. Aber wir müssen zuerst Whisk befreien. Und dann fort von hier, zum Schneeorden. Dorothea, bekommst du das Schloss auf? Nichts leichter als das. Wo kommt ihr so plötzlich her? Ich habe Ingmein aus dem Zimmer geholt, durch die Geheimgänge. Dann haben wir Sast auf den Gängen rumschleichen sehen und sind ihm nachgegangen. Er wusste doch, dass er irgendwas weiß. Ich weiß gar nichts. Das wird sich zeigen. Und du gehörst zum Schneeorden, Ingmein? Schon immer. Ich bin als Spion hier. Sast, sie sollten nicht hier sein, sondern auf Kandura. So lautet ihr Auftrag. Woher weißt du davon? Die Tür ist offen. Danke, Toro. Der junge Mann sah heruntergekommen und ungepflegt aus. Seine Kleider waren schmutzig und voller Riss und Löcher. Ihr Vater hat uns eine Depesche zukommen lassen. Es ist wichtig, dass sie zu uns kommen. Weswegen? Psst. Ich höre was. Die anderen kommen. Sie dürfen uns nicht entdecken. Das wäre eine Katastrophe.